Unsere Wachtürme sind jetzt bald voll besetzt hier, sind über 29 von 30, das ist schön. Die Windmühle ist im Bau, was fehlt denn noch? Zement, wir haben zu wenig Zement. Und hier Rüstungsschmiede, Zement, Schmelzhütte, die ist soweit fertig gleich. Wir brauchen also, es mangelt größtenteils an Zement, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir hier oben Zement produzieren und der bis hier ganz unten hin muss. Das ist natürlich nicht so ganz optimal. Aber schauen wir mal. So, jetzt sollen wir noch eine Schatzkammer bauen. Da, Schatzkammer. Wo können wir die denn nochmal hinsetzen? Hier ist überall schlecht. Vielleicht bauen wir die mal hier in Stadtnähe hin. Ist da gerade wieder ein Baum gepflanzt worden? Ja, werde ich denn irre? Das ist natürlich schade. Oder wir setzen die einfach mal hier oben hin. Ich meine, ich wollte das Gebiet eigentlich für Farmland frei halten, aber das geht ja immer noch und ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch brauchen. Also, da kommt jetzt die Schatzkammer hin. Wunderbar. So. Oh, hier oben ist alles fertig. Schaut mal. Besetzte Wachtürme, Gebiet erweitern, Meilenstein, Entdeckung haben wir erledigt. Gut. Dann warten wir jetzt mal noch auf die Gebäude hier. Kann man Gebäuden Prioritäten zuweisen? Das wäre natürlich auch gut. Normale Priorität. Hohe Priorität. Ah, okay. Geht. Wunderbar. Ich meine, es bringt nicht viel, weil wir nur die beiden Gebäude im Bau haben. Glaube ich zumindest. Ja, das ist alles schon fertig. Also es geht eh nur um die beiden Gebäude, aber gut zu wissen, dass man Prioritäten zuweisen kann. Sonst, ja, das hier hat aktuell nämlich keine Priorität. Ja, man kann nur normal oder hoch. Okay, man kann also nicht niedrig. Wunderbar, dann lassen wir erstmal hier das fertig bauen. Das ist jetzt bald soweit. Ich glaube, das heißt, drei sind quasi in Lieferung. Hier sind zwei in Lieferung. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich auch gleich fertig sein. Und dann gucken wir mal, ob das Spiel noch mehr von uns möchte. Oh, guck mal hier das Schiff. Inzwischen doch relativ leer. Was haben wir denn noch da an Lager? Wir haben ganz viel Kupfer noch auf dem Schiff. Stoff. Kohle. Okay. Der ist relativ langsam, ne? Wenn wir noch eine zweite Steinmühle bauen. Ich weiß nicht, ob das aufgeht, aber guck mal, hier haben wir 15. Ich probiere das mal. Und nee, wie gesagt, wir haben ein Gebäudelimit. Ich wollte gerade schon wieder ausholen. Nein, machen wir nicht. So, Schatzkammer im Bau, Rüstungsschmiede im Bau, Windmühle im Bau. Frag mich, ob wir danach noch eine Bäckerei bauen sollen. Ich mach das einfach mal. Ich bin jetzt mal so frei. So nämlich. Vielleicht erkennt er das ja. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viel das produziert. Also was mir schon aufgefallen ist, was ganz lustig ist auch, das Ding produziert jetzt nicht irgendwie nur Weizen oder so, sondern auch Flachs und Mais. Das heißt, dass der produziert verschiedene Sachen. Man könnte jetzt hier spezialisieren, aber ich denke mal, Flachs brauchen wir auch. Vielleicht für Stoff oder Seile.
Holzwerkstatt, da wird das nicht produziert. Ich weiß nicht, wo Seile produziert werden vielleicht, aber die könnten bestimmt auch... Oh, Rüstungsschmiede ist fertig. Wunderbar. Machen wir hier auch mal wieder. Zack. Zack. Jetzt hängt es hier an der Windmühle. Oh, wir sollen fortgeschrittene Soldaten ausbilden. Was ist denn ein fortgeschrittener Soldat? Machen wir hier mal, pass auf. Das mal weg. Ich mache mir hier mal einen Silberdegen. Stopp, stopp. Machen wir jetzt mal die Jungs hier. Ich schätze, dass bisher... Okay, wir hatten bisher Wachen. Und die haben jetzt nämlich fortgeschrittene Rüstung. Vielleicht ist das mit fortgeschrittener Soldat gemeint. Ah, da fehlt immer noch ganz viel Zement, leider. So, eine andere Frage. Gibt es eigentlich sowas wie Brücken? Scheinbar nicht. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht soll man auch keine Brücken bauen. Das weiß ich natürlich nicht. So, jetzt haben wir eigentlich alle Ziele erfüllt, bis auf die Windmühle. Das heißt, wir haben offensichtlich auch schon hier was eingelagert. Das ist gut. Und hier ist auf jeden Fall alles, was wir brauchen, auch in Bestellung sozusagen. Bin gespannt, ob danach noch was kommt oder ob die Demo dann tatsächlich abgeschlossen ist, weil sonst sind hier keine neuen Ziele mehr aufgeploppt. Also warten wir mal auf die Windmühle. Zwischendurch mal so ein bisschen hier oben rumgeklickt. Man kann sich hier auch alle Rohstoffe anzeigen lassen. Ich habe jetzt noch keine Statistiken irgendwie zu irgendwelchen Warenkreisläufen oder so gefunden, dass man zum Beispiel bestimmte Transportgüter favorisieren oder priorisieren kann. Das gab es ja bei Siedler immer, dass man einstellen könnte, dass das und das zuerst transportiert wird. Habe ich jetzt auf die Schnelle noch nicht gefunden. Nee. Heißt, ich weiß nicht, ob es das gibt. Vielleicht kommt das noch. Ist ja erstmal nur eine Demo und das Spiel startet erst noch in die Early Access Phase. Schauen wir mal, was das angeht. So, wie weit ist hier unsere Mühle? Da kommt noch einmal Zement. Ja, ansonsten, also wie gesagt, ich schätze, es gibt nicht mehr ganz viel zu tun. Wir haben, könnten natürlich noch so Lager bauen, das können wir mal spaßeshalber einfach machen. Hier, zack, zack, zack. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Kane Akademie coming soon, können wir noch nicht. Abenteurergilde können wir noch nicht. Militärakademie. Ja, wir haben natürlich jetzt auch noch gar keinen Militärteil hier drin. Ne? Ich glaube, es gibt auf dieser Map einfach keine Gegner. Deswegen weiß ich nicht, ob es in der Demo überhaupt ein Militär gibt. So. Wahrscheinlich noch nicht. Aber das war jetzt auch nicht unser Aufgabenbereich. So, das haben wir alles gebaut. Lederwerkstatt geht auch noch nicht. Das haben wir alles gebaut. Auch alles. Ja, dann haben wir eigentlich quasi alles, was möglich ist, gebaut. Heißt für mich, wahrscheinlich war es das dann gleich für die Demo. Aber warten wir mal ab. Vielleicht kommt jetzt ja noch ein vieler anderer Auftrag oder so. Von sowas wie hier, plopp, da ist der Feind, macht den platt. Warten wir noch mal auf das letzte Zement.
Hier ist inzwischen auch alles erschlossen. Waffen haben wir auch einiges. So, hier ist gleich fertig. Da ist auch Ball. Ah, da fehlt noch der ganze Zement, aber der kommt jetzt. So, Windmühle haben wir. Jetzt sollen wir, haha, eine Bäckerei. Gut, dass wir da schon vorgeplant haben. Die ist jetzt auch im Bau. Da warten wir auch noch auf die Steine. Ja, auf den Zement, Entschuldigung. So, wir haben alles Baumaterial, was wir brauchen. Jetzt sollte auch die Bäckerei gleich irgendwann fertig sein. Wie gesagt, hier ist nichts Neues mehr aufgeploppt. Ich gehe mal davon aus, dass die Demo dann sofort beendet ist. Nein, jetzt sollen wir auch noch ein Brot backen. Das geht ja gar nicht. Gut, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Wasser, Feuerholz. Ist alles in Lieferung. Ich hoffe, wir haben die Wege so kurz gehalten. Wir haben auf jeden Fall einen Brunnen da. Bin ich irgendwo hier auch? Ach, da. Da ist der Brunnen. Genau. Feuerholz ist auch wahrscheinlich nicht weit. Genau, wird hier produziert. Und Mehl müsste jetzt ja auch schon ein bisschen was vorproduziert sein. Also schauen wir mal, wie schnell das jetzt geht mit dem Brot. Fehlt noch das Mehl. Also es ist alles in Bestellung sozusagen. Hier sind kleine Zahlen dran. Da haben wir Mehl. Da haben wir Feuerholz. Alles klar, es wird ein Brot gebacken. So, wie lange dauert sowas? Können übrigens auch die Karte drehen. Der mittlere Maustaste, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Aber jetzt können wir mal hier reinschauen. Da kommt jetzt Brot raus. Das wird jetzt aber doch sehr in die Länge gezogen. Die bringt's weg. Und da ist die Demo tatsächlich vorbei. Wunderbar. Der Early Access startet am 13. Dezember, also gar nicht mehr so lange. Knapp 2 Monate. Da kommen ein paar neue Features hinzu. Neutrale Fraktionen, gegnerische Lager, prozedurale Karten, mehr Wusel. Okay, alles klar. Wir können die Demo scheinbar fortsetzen, das ist ganz nice. Wir haben aber jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was zu bauen. Das heißt, das lohnt sich nicht wirklich hier noch weiter zu spielen. Gut, dann können wir ja nochmal ein kleines Fazit zum Spiel ziehen. Also es wirkt schon sehr siedlerig, also viel, was die Siedlerreihe ausmacht, ist auch hier mit drin. Ich würde das jetzt vielleicht ja am ehesten mit so einem klassischen Siedler 2 vergleichen. Wir haben so die Standardgebäude. Wir haben ein Steinmetz, wir haben ja wieder ein Holzfäller, ein Sägewerk, Forst, ja ein Forstwirt, wie auch immer. Und Förster heißt es. Solche Standardgebäude haben wir alle drin. Wegebau, wie gesagt, haben wir drin. Das ändert alles doch sehr an Siedler und es spielt sich schon sehr gut. Wir haben vielleicht auch so ein paar kleine Elemente, die eher aus Anno stammen. Zum Beispiel sowas wie, dass man dieses Farmland jetzt in kleinen Gebieten zuweist.
dass man Essen an die Bewohner ausgeben muss mit einer Taverne und so weiter. Das ist auch eher wie in Anno. Und grundsätzlich, ja, ich würde sagen, ich würde mich als Aufbauspieler bezeichnen. Ich habe jeden Siedlerteil gespielt, außer den letzten. Ich habe jeden Anno-Teil gespielt. Ich habe City Skylines, SimCity und weiß der Geier was gespielt. Also aufbautechnisch habe ich, glaube ich, fast alles gespielt, was man sich so vorstellen kann. Und mir hat es bisher echt sehr gut gefallen. Also es sieht wirklich gut aus. Es wirkt wuselig. Daran wird ein Siedler ja mal gemessen, auch wenn das hier kein offizielles Siedler ist. Wir haben jetzt noch keinen Militärteil gesehen. Der war jetzt, glaube ich, dann in der Demo nicht drin. Aber wie wir gerade gesehen haben, der Early Access des Spiels startet ja schon am 13. Dezember, also noch dieses Jahr. Und da werden wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Ich bin sehr gespannt. Mir hat es sehr gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann tatsächlich zu Early Access von Pioneers of Pragonia wieder. Bis dann.